Konnichiwa, Minasan! Im heutigen Video möchte ich mit euch darüber sprechen, ob man mit Animes oder durch Animes gut Japanisch lernen kann. Ihr habt wahrscheinlich auch im Internet schon mal von den Leuten gehört, die durch Animes, nur durch Animes Japanisch gelernt haben. Und mir sind auch schon einige von den Leuten begegnet, die dann gesagt haben, so ganz stolz, yo, ich habe mit Animes Japanisch gelernt, das ging voll gut und ich kann ja jetzt schon fast die kompletten Animes verstehen und das funktioniert alles wirklich super. Meine Erfahrung mit diesen Leuten ist, dass die meisten von denen nicht wirklich gut Japanisch können. Ja, wenn man dann mit denen spricht und sagt, ja, okay, komm, lass mal ein bisschen Japanisch reden, wie kannst du dich denn ausdrücken? Und dann hört man so und denkt so, okay, Vokabeln fehlen ein bisschen, Grammatik ist auch irgendwie alles Kraut und Rüben, ist nicht so wirklich konstant und nicht wirklich richtig. Und man versteht auch oft gar nicht, was wollen die denn jetzt? So, dass ich oft wirklich anzweifle, ob diese Leute wirklich in der Lage sind, Animes komplett zu verstehen. Denn man muss sich mal vor Augen führen, dass Animes schon wirklich recht schwierig sind, was das Japanisch angeht. Man hat verschiedene Animes, zum Beispiel Steins Gate, wenn euch das was sagt. In Steins Gate geht es um Paralleluniversen, Parallelwelten, sehr viel auch um Physik und auch ums Gehirn, also um Neurowissenschaften. Und da ist natürlich vom Vokabular her schon einiges dabei, was man jetzt in einem normalen Lehrbuch oder so nicht lernt und was man auch nicht so direkt intuitiv einfach mal weiß. Oder Fullmetal Alchemist zum Beispiel, da geht es um Alchemie. Da sind dann viele Fachbegriffe bei, wo meine Frau zum Beispiel sagt, wir haben mal zusammen Fullmetal Alchemist ein bisschen geguckt und sie meinte, ich verstehe gar nicht, was die damit meinen. Irgendwie, was meinen die denn? Das verstehe ich gar nicht, ja? Das Vokabular in Animes ist oft sehr spezifisch auf die verschiedene Geschichte des jeweiligen Animes zugeschnitten. Und da Animes meistens auch Fantasiegeschichten sind, das heißt nicht so wie zum Beispiel japanische Fernsehdramen, die sich am realen Leben orientieren. Japanische Fernsehdramen hat man oft Liebesgeschichten, man hat Geschichten im Büro, man hat Geschichten in der Arbeit oder irgendwie andere Kontexte oder Kindergarten, Schule. Das heißt, das sind alles reale Settings oder Situationen, in denen auch Vokabular verwendet wird, was man in der realen Welt auch so verwenden würde. Was in Animes eben nicht der Fall ist, weil man da teilweise mit Drachen unterwegs ist und was weiß ich nicht alles. Wörter also verwendet werden, die man erstmal im Alltag so nicht gebraucht. Das heißt, wenn man Anime wirklich verstehen will, muss man sehr, sehr viele Vokabeln können und auch sehr spezifische Vokabeln, die man am Anfang nicht weiß. Weshalb ich es schon mal anzweifle, dass man mit Animes direkt, wenn ich jetzt Steins Gate irgendwie gucke und ich bin Japanisch Level 0, dass ich da so viel irgendwie rausziehen kann. Was man natürlich machen kann ist, je nachdem welchen Anime man hat, dass man aus der Situation heraus so ein paar Phrasen lernen kann. Sowas wie Itdekimasu zum Beispiel. Ja, ich bin da mal weg, ich gehe und komme sozusagen. Oder Itterashai oder sowas wie Irashaimase, wenn man in ein Geschäft kommt. Sowas findet man in Animes eben auch. Und das kann man auch aus der Situation, weil sich das immer und immer wieder wiederholt, dann so ein bisschen herauslesen. Und für solche Dinge sind Animes auch ganz gut, finde ich. Obwohl ich euch eher japanische Fernsehdramen empfehlen würde, denn die sind noch ein bisschen näher an der Realität dran. Denn da kann man so ein bisschen gucken, wie wird das verwendet. Die Verwendung von einzelnen Phrasen kann man damit sehr gut lernen. Grammatik kann man natürlich durch ein Anime auch nicht wirklich lernen. Denn wie will man eine Grammatikkonstruktion von alleine irgendwie herausfinden? Das ist ziemlich schwer. Da braucht man eigentlich irgendwie ein Lehrbuch, wo dann drin steht, ja, hier die und die Regel gibt es. Weshalb ich euch auch empfehlen würde, euch wirklich ein Lehrbuch zu kaufen, ein Lehrbuch oder eine App, wenn es da gute gibt. Mir sind aber keine richtig guten Apps bekannt, ehrlich gesagt, mit denen man Japanisch von Grund auf richtig und richtig gut lernen kann. Oder aber Online-Kurse gibt es zum Beispiel auch. Oder einen Tandempartner, wenn ihr schon ein bisschen was könnt. Es ist wirklich unglaublich wichtig, dass man diese grammatikalischen Konstruktionen versteht. Es gibt zwar auch immer wieder Leute, die sagen dann, ja, weißt du, diese ganzen Lehrbücher und so, das Japanisch, was da vermittelt wird, das brauche ich doch gar nicht, das wird auch gar nicht gesprochen und ich kann jetzt schon Japanisch reden. Aber auch da meine Erfahrung, diese Leute können dann sogar ganz gut Japanisch reden, aber grammatikalisch bilden sie oft nicht immer ganz richtige Sätze, was einfach dazu führt, dass der Japaner sie nicht immer versteht und sie einfach falsches Japanisch reden. Der große Vorteil, den wir haben, wenn wir erwachsen sind oder schon ein bisschen älter ist, wir können uns eine Sprache strukturell nämlich erschließen und diese Regeln verstehen und die Regeln auch anwenden. Und Japanisch hat sehr viele Regeln, nicht so viele wie das Deutsche, ist einfacher als das Deutsche von der Grammatik her. Das heißt, man kann relativ schnell viele Grammatikregeln auch lernen, weil es nicht so viele sind.
und dann auch schon relativ viel sagen. Und diese Grammatikregeln sollte man auch wirklich sehr genau lernen, damit man da hinterher nicht viel falsch macht und der Japaner einen auch wirklich gut versteht. Ein anderes Problem bei Animes ist, dass das Japanisch, was dort verwendet wird, sehr oft Umgangssprache ist. Und zwar oft sehr unhöfliche Umgangssprache. Man hat natürlich gerade in diesen Shonen-Animes, also die Animes, die gerade für Jungs sind, wo es viele Kämpfe gibt, wo es viele Fights gibt, da hat man sehr, sehr, sehr dreckiges Japanisch, sage ich jetzt mal, was man so in der realen Welt niemals verwenden würde, wenn ihr das erste Mal eine Person trefft, die ihr nicht kennt, einen Japaner oder eine Japanerin, und ihr redet so wie die Charaktere im Anime, dann denkt ihr direkt, oh, 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 was ist denn da los? Das ist aber sehr unhöflich, was du da gerade machst. Wir hatten mal einen in der Uni, in meiner Klasse war einer, der hat irgendwie nur Animes geguckt und er hat dann auch dieses Anime-Japanisch verwendet. Und es klang so unhöflich, es war so unhöflich wirklich. Die Lehrerin hat auch gesagt, ey, lass das mal sein, das ist ein bisschen zu unhöflich, du guckst zu viel Animes da gerade. Deswegen kann ich euch Animes auch nicht wirklich empfehlen, wenn ihr nettes und höfliches Japanisch lernen wollt, denn das wird in den meisten Animes nicht verwendet. Und es werden auch viele Wörter verwendet in Animes, die überhaupt gar nicht in der realen Welt jetzt so verwendet werden, die dann Situationskomik irgendwie darstellen in dem Anime. Weil das Wort eben, alle Japaner wissen, dass das Wort gar nicht verwendet wird normalerweise, dann ist vielleicht so ein kleiner Tabubruch oder es ist ein besonders altes Wort, was dann besonders lustig klingt. Also alles so Nuancen, die dann da mit dieser Wortverwendung gemacht werden im Anime, die wir gar nicht verstehen können, wenn wir kein Japanisch können und uns damit nicht lange auseinandergesetzt haben. Wenn man also nur oder viel mit Animes lernt, dann lernt man eher die Umgangssprache im Japanischen, was nicht wirklich empfehlenswert ist, wenn man mit Japanern viel interagieren möchte und dann auch in Japan mal leben möchte. Mein Fazit zu der Geschichte ist also, mit Animes kann man kein Japanisch lernen. Also man kann es unterstützend benutzen natürlich. Wenn man Japanisch lernt, dass man nebenbei Animes guckt und immer versucht, mehr und mehr zu verstehen, und man kann es als gute Übung für die Umgangssprache wählen, weil man dann mal sieht, ah okay, wie werden diese Verben in der einfachen Form verwendet, wie sprechen Japaner in der einfachen Form. Dazu kann man das sehr gut verwenden. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte Japanisch lernen, wie mache ich das? Ich gucke den ganzen Tag Animes und versuche irgendwie die Wörter zu verstehen und die Vokabeln nachzugucken oder so. Das funktioniert nicht wirklich so gut und man muss auch wirklich sehr aufpassen mit Animes, weil eben viele Begriffe vorkommen, die man so im Alltag nicht verwendet. Mein Tipp oder meine Empfehlung ist immer, kauft euch ein gutes Lehrbuch. Ich empfehle zum Beispiel das Mina no Nihongo, aber es gibt auch ganz viele verschiedene andere. Habe ich auch schon mal eine Review zugemacht, könnt ihr mal auf meinem Kanal schauen. Oder eine App oder einen Online-Kurs oder wenn ihr eine Japanerin oder einen Japaner kennt, vielleicht mit dem so ein bisschen lernen. Lernt die Grammatikregeln wirklich, lernt Vokabeln und versucht eben euch vernünftiges japanisches, höfliches Japanisch erstmal selbst beizubringen oder besucht auch einen Sprachkurs an der Uni oder privaten Sprachschule, wo auch immer. Und dann, wenn ihr ein bisschen Japanisch könnt, dann könnt ihr die Animes unterstützend nehmen und aus denen vielleicht neue Vokabeln herausziehen und lernen. Aber nur alleine mit Animes zu lernen, ist wirklich keine gute Idee. Und es ist auch keine gute Motivation irgendwie zu sagen, also es ist schon eine gute Motivation zu sagen, ich möchte Animes verstehen. Aber man sollte schon Zeit mitbringen. Ich hatte letztens einen, der hatte gefragt, jo, ich möchte gerne Japanisch lernen, um Animes zu verstehen. Wie lange brauche ich denn da? Ja, ich habe gesagt, ja, das sind 2 bis 4 Jahre, solltest du mindestens einplanen, je nachdem, wie ehrgeizig man ist und wie viel man lernt, um Animes zu verstehen, eher sogar vielleicht noch mehr. Und der meinte, oh, das ist aber viel. Ja, ich meine, es ist halt eine neue Sprache, ne? Die kann man nicht mal eben so schnell erlernen, man braucht Praxis, man muss das hören und selber sprechen. Es dauert also schon seine Zeit. Schnuppert einfach mal rein. Wie gesagt, Japanisch ist keine schwere Sprache von der Grammatik her, überhaupt nicht. Das Schwierige im Japanischen sind die verschiedenen Höflichkeitsebenen und die Zeichen. Das ist das Schwierige im Japanisch. Aber wenn ihr nur ein bisschen Japanisch reden wollt, auf einer ganz vernünftigen Höflichkeitsstufe und euch Sorgen um die Grammatik macht, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Es gibt kein Singular, es gibt kein Plural, es gibt kein Ich, Du, Er, Sie, Es, Wir, Ihr, Sie, das gibt's auch schon gar nicht. Der, Die, Das, Artikel gibt's auch nicht. Es gibt nur das Präsens und die Vergangenheit, mehr gibt's da im Grunde auch nicht. Also es ist relativ einfach, das Japanische, von den Grammatiken her. Deswegen traut euch ruhig mal rein und probiert einfach mal aus. Das also soweit zu Japanisch lernen mit Animes. Geht das oder geht das nicht? Ich bin da, wie gesagt, nicht so ganz optimistisch. Es mag Einzelfälle geben, die das können, aber für den normalen Lerner ist das vielleicht nicht so die beste Empfehlung, sondern da würde ich wirklich ein vernünftiges Lehrbuch oder einen vernünftigen Lehrer empfehlen und dann geht das auch schon ganz gut. Falls ihr euch jetzt noch mehr für japanische Kultur oder die Sprache interessiert, dann schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich nämlich einige Online-Kurse für euch vorbereitet und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, tschüss!